Horsch kann mittlerweile auf mehr als 10 Jahre Erfahrung mit der Einzelkorn-Sätechnik zurückblicken. An der Agritechnica 2019 zeigte das bayerische Familienunternehmen mit Airwag ein neues, auf Unterdruck basierendes Vereinzelungssystem. Nun lanciert Horsch mit Airspeed auch eine Variante mit Überdruck, mit der eine präzise Saatgutablage selbst bei Tempi von 15 km/h und mehr möglich sein soll. Kunden können bei den Maschinen vom Typ Maestro künftig also zwischen zwei Vereinzelungssystemen wählen. Beiden Systemen gemeinsam ist, dass kein Abstreifer für die Eliminierung von Doppelbelegungen mehr extra eingestellt werden muss. Dieser wird einmal ins Gehäuse geklemmt und ist nicht mehr verstellbar. Die Körner werden anhaftend an den Öffnungen der Dosierscheiben mittig durch den Vereinzeler transportiert. 5 wellige Vereinzelungsstufen greifen leicht in die Lochreihen ein. Ein überflüssiges Korn wird so abgestreift. 2 dieser Stufen sind unterhalb, 3 oberhalb der Lochreihe positioniert. So wird auch bei unterschiedlichem Sitz der Doppelbelegung die Eliminierung sichergestellt. Der Luftstrom kann je nach Saatgut variiert werden, Indem die Gebläsedrehzahl hydraulisch verstellt werden kann. Für eine spezielle Kultur muss nur die passende Lochscheibe eingesetzt und Einstellungen am Terminal vorgenommen werden. Je nach Stellung des Korneinlaufschiebers wird eine unterschiedliche Menge Saatgut in den Bereich der Kornaufnahme geleitet. Für den Wechsel der Lochscheiben wird kein Werkzeug benötigt. Ein Sack für das Auffangen der Restsaatgutmenge im Aggregat sollte jedoch zuvor eingehängt werden. Je nach Lochscheibe ist dann auch ein passendes Ausdrückrad einzusetzen. Die Vereinzelung wird elektrisch via Isobus angetrieben. Eine individuelle Reihensteuerung ist möglich, sodass man Section Control und Fahrgassenschaltung mit stärkerer Belegung von Reihen links und rechts der Fahrgasse anwenden kann. Beim Scheibensäg für die Düngerablage, bei den Räumsternen, Sägescharen und Fang- sowie Andruckrollen bietet Horsch verschiedenste Varianten an. Bei dieser achtreihigen Maestro CX mit Zentralsaatguttank war die permanente, automatische Schardruckregelung Autoforce verbaut. Nach vorgewählten Parametern sollten Bodenunterschiede laufend ausgeglichen und eine sichere Einhaltung der Ablagetiefe eingehalten werden. Maximal ist mit Autoforce ein Schardruck von 350 kg pro Reihe möglich. Weiter war bei dieser Maschine Horsch Connect vorhanden. Damit sind Kunde, Maschine und der Hersteller vernetzt. Die Daten, gespeichert in einer Cloud, werden per WLAN für ein mobiles Endgerät verfügbar. Mit einer App kann man zudem direkt in die Funktionen der Maschine eingreifen. Es lässt sich beispielsweise ein Einzelreihentest mit dem Handy durchführen. Bei diesem Vorserieneinsatz auf einem Ackerbaubetrieb in Frankreich wurde festgestellt, dass das Saatgut mit bis zu 60 km/h im Fallrohr unterwegs ist. Um ein Wegprallen aus der Furche zu vermeiden, muss eine gewisse Sättiefe eingestellt sein. Bei klebrigen Verhältnissen ist es zudem ratsam, die Andruckrolle wegzuklappen. Horsch hat das Airspeed-System heuer auf verschiedenen Betrieben getestet und wird es auf die kommende Saison hin bei den Maestro-Maschinen vom Typ C und R mit zentralem Saatguttank oder Reihensaatgutbehältern und mit den verschiedensten Arbeitsbreiten einführen. Die jeweiligen Maschinen erhalten dann die Zusatzbezeichnung X als Hinweis für die Airspeed-Dosierung. Preislich soll das Überdrucksystem etwas teurer als das Vakuumsystem sein. Mehr zu diesem Überdruck-Dosiersystem von Horsch in einer nächsten Printausgabe der Schweizer Landtechnik.